Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forz mit dem Seras. Servus. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, am Freitag gab es keine Folge, da habe ich mir nämlich einfach mal freigenommen, kackendreist am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber bei Seras gab es eine Folge, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaltet rein. Und wir machen heute nochmal eine, oder wir testen heute nochmal eine Community Map, die ihr für uns erstellt habt, beziehungsweise Spargeltarzan 49. Sieht ganz interessant aus, werden wir gleich gucken, ob es auch funktioniert. Und nochmal ein Hinweis, wir wollen ja ein Community-Turnier machen, das ist schon morgen. Es gab vermutlich, Moment, jetzt muss ich kurz, was haben wir heute Samstag? Am Samstagabend gab es ein Ankündigungsvideo. Wir nehmen nämlich Samstag auf und ich habe es noch nicht gemacht, das Ankündigungsvideo, das kommt aber noch. Genau, also am 29., also morgen um 18 Uhr gibt es einen YouTube-Stream. Ich habe mich diesmal dazu entschieden, das auf YouTube zu machen. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten ein bisschen einfacher dieses Mal. Wir machen ein Turnier. Ihr spielt gegeneinander. Wir gucken zu und kommentieren blödes Zeug dazu. Wollen wir uns eigentlich nur auf 1 gegen 1er beschränken oder wollen wir Teams Nee, machen? eins gegen eins. Ich, Okay. also, beziehungsweise wird ein bisschen auch davon abhängen, wie viele Leute tatsächlich teilnehmen. Das weiß ich ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber wie gesagt, morgen Abend 18 Uhr, 29.11. 12. Entschuldigung, auf YouTube. Und wir starten einfach mit der Map. Ja, die ist ziemlich, ich nenne es mal klassisch. Ja, mal abgesehen von dem Bunker da unten. Ja, aber von der Aufteilung, von der. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Base. Ist hier recht klassisch. Leider. Boah. Ich könnte Swing probieren, aber. Das ist bei Custom Maps halt immer schwierig, ne? Es geht. Also. Ist sehr, sehr haarig hier zu swingen, aber es geht. Man müsste einen größeren. Diesen Rahmen hier müsste man quasi mitnehmen von dem Ding, aber es ist möglich. Aber nein, nicht heute. Nicht heute. Wir hoffen, ihr hattet ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, Diesmal ein wir bisschen haben es gut ruhiger. überstanden. So halb. So halb. Mehr oder weniger. Ah, ich sehe gerade. Keine Speichermedien. Oh ja, stimmt, hast du recht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Danke. Das würde ich nur noch nicht machen. Tja. Vielleicht mal gewinnen. Tja. Aber shitty, wir hatten einen Grundspeicher in relativ hohen. Naja, ist wurscht. Welchen Commander habe ich überhaupt? Daran hängt ja ein bisschen die Taktik drin. Gut, jetzt können wir hier mal ein bisschen machen. Ich bin aber so ein Lappen, ey. Oh Mann, ich könnte mich jetzt schon wieder ohrfeigen. Was hast du jetzt Wa schon wieder warum gemacht? mache ich das hier nicht hier hin? Das ist so dumm. Voll Platz verschwendet. Naja. Es ist, wie gesagt, bei uns gerade erster Weihnachtsfeiertag. Nee, zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Restalkohol von heute Mittag. Bisschen, ja. So. Aber so, ah, der Chor ist so weit oben. Ja, schon. Das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich das, by the way, auch so gemacht, hier diese, ne? Damit ich hier noch was machen kann. Mal gucken, ob es funktioniert. Weiß ich noch nicht, ob das genug Platz ist. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich mache, ne? Das ist ja gut. Zeitlich klappt es nicht hundertprozentig, aber das kommt schon hin. Gucken wir mal auf die Uhr. Wer, zeitlich.
Hast eine komische Front gebaut. Ich frag mich ehrlich gesagt, warum? Nur was ausprobiert. Na, scheiße, funktioniert natürlich nicht, weil hier brauche ich das zweite. Bitte. Das ist schlecht. Aber gut. Ist jetzt halt mal so. Kriege ich eigentlich hier genug? Na, ja, ganz ehrlich, warum nicht? Aber dann kann ich nichts oben drauf bauen. Naja, machen wir mal so. Bin noch nicht ganz sicher, was du tust. Bin mir auch nicht so sicher, was ich tue. Dann bin ich ja beruhigt. So. Ich habe zu viel ausprobiert, sagen wir mal so. Ich wollte die Map kennenlernen, was möglich ist auf der. Ja, also ich muss sagen, ich find's. Also deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich find's schwierig, hinten auf den Zipfel da drauf zu kommen. Es geht, aber das hat halt viel zu viel Zeit in Anspruch genommen. Genau, und deswegen lasse ich so einen Schwachsinn. Das ist zu weit, weil man muss extrem viele Ressourcen investieren, um das halbwegs schnell aufzuziehen. Und die wollte ich nicht investieren. Okay. In der Zeit liegt es tatsächlich gar nicht, glaube ich. Sondern es ist tatsächlich, also es gilt, was hier das Problem ist, weil du musst ja komplett einen Turm oben bauen und eine Stützstruktur, dass du nach links halbwegs rüberkommst, ohne dass die ganze Scheiße zusammenkracht. Das ist teuer. Außer du hast irgendwie einen Architekten natürlich, dann ist es halbwegs billig, aber halt auch nur halbwegs. So, gucken wir mal, was da passiert. Hui! Hier machen wir mal anders, anderweitig weiter. Weiß nicht, ob das notwendig ist, wenn wir das gleich. Komm, do it. Wir haben keine Zeit für so einen Quatsch. Hui. Okay. Warum steht das noch? Das dachte ich mir auch gerade. Was ist denn das für ein Quatsch? Die Konstruktion oben hat echt gehalten. Hätte ich nicht gedacht, ja, ich habe eine neue Art zu bauen ausprobiert, die saustabil ist. Ist sie das? Ja, hat man gerade gesehen, also es hat gut funktioniert. Okay, da ist jetzt ein bisschen Stahl davor. Was? Stahl? Niemals. Gerade überlegen, ob ich das hier ein bisschen. Warte mal, wir machen das anders, Freunde. Wir machen das mal ein bisschen anders. Ist das hier eins zurück? So. Kurz überlegen, was ist ein sinnvoller? Ne, warte mal, das hier ist die 1, das ist die 2. Ja, ne? Ist okay, hat er gut gemacht, darf er machen. Ist okay. Versuchen wir es andersrum. Gib mir doch mal ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Arbeiten kannst du nächstes Jahr wieder. Komm, ich hab da. Ja, ne. Ich hab hier gerade so ein bisschen Ego-Probleme. Alter, wie hoch deine Base schon ist.
Die ist genau so, wie sie sein muss. Ja, okay. Die waren so exponiert. Voll unnett von dir. So, und jetzt ein bisschen tiefer. Ich hab ja vorgeschlagen, wir gehen angeln, aber nö. Was? Was Entspannteres tun, als sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Ich hasse Angeln. Echt? Warum? Das einmal gemacht, fand's sau langweilig. Also wenn ich mich dabei nicht total betrinken würde einfach die ganze Zeit. Nee, also das ist nichts für mich. Das war uninteressant. Jeder, was er mag, ne? Ich mag ja gern Fleisch und Fisch. Frechdachs! Ich finde das gerade nicht so gut, was hier passiert. Spaß. Das ist halt echt Witz, was da alles wieder ist. Von oben komme ich auch nicht gescheit rein. Schwierig gerade. Don't do that. This is not funny. Not? I think it is funny. Alter, warum triggert dich diese eine Flak da oben so? Wenn sie auf den Sack geht. Alter. Was kann ich noch machen, Leute? Also nicht mal überlege. Das machen wir mal so. Gefällt mir besser. Nee, nee, nee. So, findest du nicht gut. Genau deswegen mag ich die nicht. Ich wäre vorsichtig bei den. Was zur Hölle? Hast du da ein Schild? Ach, Quatsch. Nee, also das war perfekt. Also ich habe nicht gesehen, ob da ein Schild war, weil der Strahl genau im Strahl zurück ist. Aber von wo aus hast du geschossen? Von da unten, ne? Da kannst du lange drauf schießen. Da wirst du kein Loch reinkriegen. Da haben wir was vergessen. Ja, warum geht das nicht hier? Ja. Gucken wir mal, wie kommt die hier? Ah, nee. Deswegen mag ich die Flak da hinten nicht.
Das ist genau das, was du mit mir immer machst. Wo waren die gerade eingeschlagen? Ah, sehr gut. Oh, fuck, miese Attacke. Ja, ja, klar. Nies-Attacke. Sichi. Ha, ich hab den anderen Commander nehmen sollen. Es war nicht clever, das so zu machen. Was war das denn? Das frage ich mich allerdings auch. Also die ist bei mir einfach verschwunden. Ja, bei mir auch. Wer hat der Herr Map-Ersteller? Digga, stop it. Ich hasse Dean. Das war zu tief. Okay, Leute, wir müssen ein bisschen umdisponieren. Das gefällt mir gerade nicht, was hier passiert. That's not so good. Not so good? Ja, wow, ich habe gelernt, ein bisschen länger gegen dich durchzuhalten, aber ein Sieg ist das trotzdem nicht. Würde ich jetzt mal nicht. Zumal sagen. Deine dubbischen Kanonen so ein AOE haben, dass du trotz meiner Panzerung vorne meinen Chor langsam runterzerkst. Das war jetzt eine Information, die hättest du mir nicht geben sollen. Ja, mein Gott. Ich will aber eigentlich das da oben kriegen. Sag mal! Gut. Unterlassen Sie dies. Was hast du für eine komische Trap gebaut? Aufhören jetzt! Komm schon. Da will ich rein. Da ist halt einfach gar nichts mehr, ne? Das ist aber Stützstruktur. Und die will ich wegsehen. Okay. Bin mir nicht sicher, wo ich hinschießen soll. Na gut, machen wir es anders. Das war zu niedrig. Ist aber okay. Aber ist krass, ich habe so eigentlich eine ziemlich gute Energieproduktion, aber es ist halt echt noch sau langsam. Okay. Okay, da sind einfach 20.000 Lagen Stahl jetzt verbaut. Ich kann das akzeptieren. Das ist. Nee. Hey, wo ging das denn jetzt hin? Die Echo. Ach ne. Okay, da ist halt auch nix an der Stelle. Aber ich möchte mal was ausprobieren. Krieg ich das hin? Wo ist deine Flak? Deine Flak ist da. Naja, das war so nicht geplant. Geh mir doch nicht auf den Sack mit dem Zeug. Ich darf aber auch mal, oder? Ich bin halt nicht sicher, wo ich hinschießen soll. Das ist halt mein Hauptproblem gerade.
sind halt 20 Türen einfach. Hallo. Oh, Kacke. Tja. Das hier mache ich weg, das bringt mir gar nichts. Wow, Basis, wow. Tötest du dich selber wieder? Ja, also meine Kanone sagt mir wieder, ich kann da durchschießen, aber sie schießt halt einfach gegen irgendeine Strebe. Kenn ich. Wie viele Türen hast du da? Zu viele, viel zu viele. Und in irgendeinem Muster, das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja, das sehe ich auch gerade. Ich weiß nämlich nicht so ganz, wo ich hinschießen soll. Verwirrt mich. Ja, ist einfach Panikstruktur, sage ich mal. Nee, das ist zu hoch. Alter, wo ist da was? Die Kanone ist halt viel tiefer als die Türen. Ich verstehe es gerade nicht, das Setup da. Fun. Gut, Leute. Das ist jetzt deine dritte, ja? Jupp. Muss ja mit der Zeit gehen. Ich habe auch keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Ach, Platz habe ich schon noch. Hä, du hast meine Basis so verzogen, ich habe überhaupt keine glatten Wände mehr. Warum geht das? Ach so, ja. Ich bin. Natürlich geht das gerade nicht. Oh, mir fällt gerade was auf, das sollte ich nicht tun. So, jetzt bin ich aber hoffentlich gerüstet. Ja, komm, ein Schuss noch rein. Die kommt dahin. Ja, es ist leider energietechnisch schwierig. So, die kommt. Ah, ist ein bisschen zu hoch. Nein! Oh! Ja! Treffer! Genau den Punkt getroffen, wo mal nichts anderes ist. Alter, weißt du, da ist noch eine Lage und du triffst genau die Stelle, wo noch fünf Lagen sind. Gut, dann baue ich halt jetzt wieder Türen rein. Ja, genau, geht doch. Okay, die Runde hat jetzt länger gedauert, als ich erwartet habe. Okay, jetzt muss ich mir das aber kurz angucken, wie das hier gebaut ist. Ach du Scheiße, was ist das denn? Bei mir? Ja. Wie gesagt, Panik, einfach Streben gezogen. Ja, ich will mal gucken, wie es früher aussah. Okay, es sah von Anfang an so komisch aus. Hä? Nö. Naja, also. Der Laser hatte ja noch Struktur, aber dann, als du die erstes Mal unten reingesammelt hast. Ich dachte mir schon, dass die da ungefähr steht, aber dass die dann so komisch auch noch so weit hinten ist. Mal gucken, ich glaube, ich hätte hinten einfach dieses Ding ignorieren sollen. Welches Ding? Ach, die Erhöhung hinten. Das ist halt Extension. Das ist halt wie bei, ich sag mal, keine Ahnung, StarCraft oder sowas. Kommt ja erst bald, die Extension. Nicht direkt am Anfang. So, und jetzt hauen wir noch ein paar Mods rein für die zweite Runde, aber... Oh, Nuklear-Mod. Nee, Spaß. Das wird auf der Map nix. Dauert zu lange. Ganz klassisch. Aber vielleicht einen anderen Commander dafür. Das kurz überlegen. Wen könnte man da nehmen? Das hier macht Sinn vielleicht. Das hier könnte Sinn machen. Gerade echt. Nimm mal den hier. Mach mal dieselbe Map und jetzt bin ich mal gespannt, wie die als
Mod-Map funktioniert. Weil ich finde, das spielt sich dann immer nochmal ganz anders, so Maps. Auch wenn die jetzt nicht irgendwie großartig irgendein Design krasses hat oder so. Nee, Aber. aber sie hat eine schöne Distanz. Sie ist nicht Ja. zu nah und nicht zu weit. Genau. Weil die wir das letzte Mal von der Community hatten, die waren ein bisschen eng für Mod-Waffen. Ja. Ich frage mich, ob ich das hier nutzen soll. Also dieses Ding unterm Chor ist ja eindeutig eine Bay für eine schwere Waffe. Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die nutzen möchte dafür. Das muss ich mir noch überlegen. War ich noch nicht. Aber gut. Ich werde wahrscheinlich hier rauf gehen, weil man das hier hinpacken kann. Nee. Und dann, wenn es zeitlich hinhaut und wir bis dahin nicht tot sind, bisschen hiervon. Und entweder das oder das. Oder das. Aber das dauert zu lang. Gucken wir mal. Lukas, so. Ha? Was? Was will er denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade so ein bisschen einen Kampf auf der Map. So, los geht's. Feuer! Nein, Spaß. Was? Er braucht gar nichts. Ich auch nicht. Ja gut, aber man muss halt sagen, also bei der Map ist halt Echo A und O. Man hat ein bisschen Zeit, weil leichte Waffen kommen hier nicht rüber, es geht nicht. Nee, also nicht in der Menge, die du benötigen würdest. Deswegen kann man hier erstmal schön Echo ziehen. Das Einzige, was du wir hier wirklich machen könntest, wäre ein Sniper Rush, so ein fieser. Ja gut, aber schwierig auf die Entfernung. Also kommt ein bisschen drauf an auf den Commander. Also mit einer Combo, ich weiß nicht, irgendeiner setzt die Streuung herab. Ich weiß nicht, ob das Adlerauge ist, ich bin mir nicht sicher. War das nicht Warzenschwein? Kann auch sein. Damit, ja. Könnte es klappen, aber jetzt nicht hundertprozentig. So, diesmal machen wir es richtig. Das ist eigentlich Quatsch, ne, dass wir das hier hin machen. Das macht keinen Sinn. Machen wir hier hin. Aber nehme ich Platz hierfür, ne? Ach ja. Ja, die Weapon Bay unten, mal abgesehen von Lasern, ist die zu niedrig, um einen gescheiten Arc hinzukriegen. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich da irgendwas reinpacke. Ja, weil die Mod gibt halt da jetzt doch noch die eine oder andere Möglichkeit. Ja. Aber ist halt trotzdem echt schwierig, weil man kann sie halt nicht so gut schützen. Beziehungsweise eigentlich musst du noch versuchen, den Chor währenddessen zu schützen. Das ist halt auch so eine Sache. Das sollte eigentlich für den Anfang reichen. Ich muss gestehen, ich habe noch überhaupt keine Plan, auf welche Technologie ich gehen soll. Ah, das haben wir dieses Mal tatsächlich schon vor der Folge überlegt. Kann mich sonst so schlecht entscheiden. Da bin ich ganz schlecht bei so diesen Mod-Geschichten drin. Was dauert denn gerade so lange? Was ist denn gerade das Problem? Okay. Dieses sofort definierte Raster, kann man das irgendwie ausschalten, dass es standardmäßig aus ist? Ich glaube, in Option kannst du das ausschalten. Aber nicht während der Runde, logischerweise. Aber wenn du im Hauptmenü bist, kannst du das, glaube ich, ausschalten als Standard. Okay. Ich finde das für den Anfang, am Anfang gar nicht so schlecht, tatsächlich. Man muss aber halt einen Plan dafür haben.
Ja. Also wenn man halt frei bauen möchte und keine Build-Order hat, kann es nervig sein, das stimmt. Boah, das kriege ich zeitlich never ever hin. Also, hier Alles was klar, ich habe einen Pebble das hier. Slingshot, ich kann Kieselsteine auf dich feuern. Ist das nicht die AA? Die eine. Ja. Die ist aber, glaube ich, gar nicht so komplett kacke. Ich glaube, die war halbwegs vernünftig. If you say so. Diesmal gehen wir das eine Runde anders an. Nicht wie das letzte Mal. Da hatten wir bei dir auch die Mods gespielt, ich glaube beide sogar. Da habe ich ziemlich auf die Nüsschen bekommen, glaube ich. Kommt vor. Ah, nee, warte mal, warte mal. Das hier machen wir als erstes. Was machst du da oben? Was mache ich wo? Was ist das hier? Ah, Hörst du auf? Nee. Oh, Doch? jetzt hat er es erwischt. Die sind viel zu teuer, Ja. um sie zu verlieren. Alter, hör einfach auf mit den Drecksdingern. Das ist so, dass du die so einsetzen kannst, ist so assi. Ich finde das voll gut. Ich kann mir vorstellen, dass du das gut findest. Frechdachs, du. Das ist ziemlich dumm, was ich gerade tue, Leute, aber es wird jetzt notwendig. Ich dachte mir schon, dass der Quatsch gleich kommt. Auch diese Waffe hasse ich. Geh mir nicht damit auf die Nüsschen. Das ist so eine räudige Scheißwaffe. Von wo wird die geworfen? Werf noch mal bitte. Nee. Werf doch noch mal bitte. Klar. Ah, okay, gut. Ja, und? Bist du zufrieden? Ja. Wollte ja nur wissen, wo sie ist. Ich wollte nur wissen, wo es ist. Warum ist das jetzt? Warum kann. Ach, ey, Spiel. Denk doch mal nach, ey. Was ist los? Die Batterien, muss ich sagen, die finde ich zu stark. Ja. Man kann sie ja nicht abwehren. Natürlich kannst du das. Nein. Doch, hatten wir das letzte Mal schon festgestellt, dass das geht. Du brauchst nur die richtige Abwehr dafür. Ja, aber ich muss sie ja selbst bedienen. Nö, musst du nicht. Die Laser wehren die 100%ig ab. Nee. Die haben die nicht abgewehrt. Ziemlich sicher sogar, dass die nicht abgewehrt wurden.
so eine räudige Scheißwaffe, die geht mir so auf den Sack. Da werde ich echt aggressiv bei dem Ding. Das ist jetzt eine förmliche offizielle Entschuldigung. Ja. Habe ich mir auch verdient. Okay. Wir machen das mal kurz anders, Freunde. Tschüss. Ja, ich meine, ist okay, ne? Was meinst du mit okay? Ja, dass du die weggemacht hast. Die waren nicht nett, finde ich. Wie ist das passiert? Hä? Hast du nicht geschossen? Ja, aber es kann. Ich kann eigentlich nicht deinen Core getroffen haben. Das ist nicht möglich. Ich habe zu hoch gezielt. Was ist da gerade passiert? Oh, okay. So nah sind die da dran. Was denn? Wie viel Schaden hatte nach der Lightning Gun Attacke dein Core? Gar nichts. Aber der hat doch gemacht. Nee, das war's Feuer. Ach doch, oh doch, er hatte Damage. Hab ich nicht drauf geachtet. Hey, kann man das jetzt noch sehen im Nachhinein? Nee. Krass, also die Explosion der. Also klar, die Batteriegranate geht halt so hoch wie eine Batterie, ne? Ja. Aber war das nur die? Okay, vielleicht soll ich nicht in 16-facher Verlangsamung angucken. Ja, das Problem beim Photon Compression Laser ist es halt einfach da. Ja. Doch, es war. Naja, okay. Es war eine Kombination aus verschiedenen Explosionen tatsächlich. Hinten und unten rechts ist irgendein Gebäude noch oder eine Batterie oder so hochgegangen. Durch den Druck drauf oder wie? Ja. Ach lol, du hast deine Elektrizität hast du unten reingebaut. Okay. Ja, ich habe die Schnauze voll, dass du mir die wegsnipst. Das ist halt auch clever. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, das geht hier interessanterweise. Ja gut, du musst halt dieses komische Podest da bauen, aber... Ja, ja. Ich finde es halt irgendwie dubbisch, dass der Wind durch Ground durchgeht. Ja. Gut, aber da gibt es viele Maps von. Ja. Naja, gut. Aber ich muss jetzt noch schnell ein Ankündigungsvideo machen. Und wir sehen uns dann spätestens morgen hoffentlich. Wie gesagt, 29.12. 18 Uhr auf YouTube. Livestream-Turnier. Hoffentlich. Und ja. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.